Die drei voneinander abhängigen Ziegenböcke. An einem wunderschönen Berghang lebten einmal drei Ziegenböcke. Sie waren Geschwister und ihre Familienbeziehung war heil und eng. Während der Wintermonate hielten sie sich in einem üppigen grünen Tal auf, aßen Gras und verrichteten, was immer sie taten, in einer für Ziegen natürlichen Weise. Sobald der Sommer kam, klommen sie den Berghang hinauf, dorthin, wo das Gras leckerer war. Auf diese Weise vermieden sie eine Überweidung des Tales und hielten ihre ökologischen Fußstapfen möglichst klein. Um zu ihrer Alm zu gelangen, mussten die Ziegenböcke eine Brücke überqueren, die sich über einen breiten Abgrund spannte. Als die ersten Sommertage kamen, brach einer der Böcke auf, um die Brücke zu überqueren. Dieser Ziegenbock war unter den Geschwistern der chronologisch am wenigsten vollendete. Daher war er auch derjenige mit der geringsten Überlegenheit, was seine Körpergröße anging. Als er die Brücke erreichte, band er seinen Sturzhelm fester und griff nach dem Geländer. Aber kaum hatte er mit der Überquerung begonnen, da ertönte unter der Brücke ein drohendes Grollen. Über das Geländer und auf die Brücke sprang ein Troll. Behaart, schmutzversiegelt und geschmacksverstärkt. Ja, ich bin der Hüter dieser Brücke. Und vielleicht haben Ziegen ja das Recht, sie zu überqueren. Aber ich esse trotzdem alle, die es versuchen, sagte der Troll. Aber warum, Herr Troll? Blökte der Ziegenbock. Weil ich ein Troll und stolz darauf bin. Ich habe trollgemäße Bedürfnisse und dazu gehört der Verzehr von Ziegen. Deshalb solltest du meine Bedürfnisse lieber respektieren, sonst... Der Bock hatte Angst. Natürlich, Herr Troll, stotterte er. Wenn mich zu essen dir hilft, ein vollkommener Troll zu werden, wäre ich der Letzte, der dich daran hindern wollte. Ich kann mich aber wirklich nicht zu dieser Vorgehensweise verpflichten, ohne mich zuerst mit meinen Geschwistern zu beraten. Ob du mich bitte entschuldigst? Und der Ziegenbock rannte zurück ins Tal. Als nächstes kam das mittlere Geschwist zur Brücke. Dieser Bock war chronologisch vollendeter als der erste und erfreute sich daher eines Vorteils hinsichtlich seiner Körpergröße. Level up! Was ihn natürlich nicht zu einem besseren oder verdienstvolleren Ziegenbock machte. Er wollte eben die Brücke überqueren, als der Troll ihn anhielt. Die Natur hat einen Troll aus mir gemacht. Und ich bekenne mich zu meiner Trollhaftigkeit. Willst du mir etwa das Recht absprechen, ein möglichst erfülltes und intensives Trolldasein zu führen? Sagte dieser. Ich? Nimmer! Rief der Ziegenbock stolz. Dann halt still, während ich zu dir komme und dich esse. Und versuche nicht wegzulaufen. Ich würde das als persönliche Kränkung auffassen. Er begann, des Bockes private Ziegensphäre zu beeinträchtigen. Andererseits, brachte der Ziegenbock heraus, habe ich eine sehr liebe, heile Familie. Und es wäre egoistisch von mir, wenn ich mich essen ließe, ohne vorher ihre Meinung darüber zu erkunden. Ich habe nämlich auch Achtung vor ihren Gefühlen. Vor den Gefühlen meiner Familie. Es wäre mir sehr unlieb, annehmen zu müssen, dass meine Abwesenheit bei Ihnen emotionalen Stress auslösen könnte. Und deshalb will ich zuerst... Dann geh! Brüllte der Troll. Ich komme schleunigst wieder hierher, sobald wir zu einem Konsens gelangt sind, sagte der Bock. Es wäre nämlich nicht fair, dich im Ungewissen zu lassen. Überaus zuvorkommend, seufzte der Troll. Und der Bock rannte zurück ins Tal. Als sein Hunger größer wurde, regte sich beim Troll das Empfinden, den Ziegenböcken gegenüber einen echten Beschwerdegrund zu haben. Falls er nicht wenigstens einen von ihnen zu essen bekäme, war er entschlossen, sich an die Behörden zu wenden. Als der dritte Bock zur Brücke kam, entdeckte der Troll, dass jener beinahe doppelte Trollgröße besaß, wie auch der große, scharfe Hörner hatte und harte, schwere Hufe. Der Troll spürte, wie seine Überlegenheit bezüglich physischer Einschüchterung rapide nachließ. Als ihm schlecht vor Angst wurde, sank der Troll auf die Knie und flehte. Ach, bitte, bitte verzeih mir. Ich habe dich und deine Ziegengeschwister selbstsüchtig für meine eigenen Zwecke benutzen wollen. Ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat. Aber nun sehe ich ein, dass ich auf Abwege geraten bin. Auch der Bock ließ sich auf das niedersinken, was bei Ziegen als Knie gelten mag, und sagte,
Na, na, du kannst doch wirklich nicht die ganze Schuld auf dich nehmen. Unsere Anwesenheit und unsere vortreffliche Essbarkeit haben dich in diese Lage gebracht. Meine Geschwister und ich, wir alle sind zutiefst betroffen. Bitte vergib uns. Der Troll begann zu schluchzen. Nein, nein. Das Ganze ist mein Fehler. Ich habe euch alle bedroht und eingeschüchtert und alles nur für mein eigenes Überleben. Wie egoistisch ich gewesen bin. Aber der Bock wollte von nichts mehr hören. Wir waren die Egoisten. Wir wollten nur unsere eigene Haut retten und haben dabei deine Bedürfnisse vollkommen ignoriert. Bitte iss mich jetzt. Nein, sagte der Troll. Wegen meines mangelnden Feingefühls und meiner Selbstsucht musst du mich von dieser Brücke stoßen. Ich werde nichts dergleichen tun, sagte der Ziegenbock. Weil wir alle dich in Versuchung geführt haben. Hier, nimm einen kleinen Mund voll. Mach schon. Aber ich sage dir doch, dass ich hier der Schuldige bin. Jetzt stoß mich schon von der Brücke und mach ein bisschen Dalli. Pass mal auf, sagte der Bock. Und er richtete sich zu voller Größe auf. Ich lass mir von keinem meine Schuld wegnehmen, nicht mal von dir. Also iss mich, sonst verliere ich dir die Fresse. Hör bloß auf, mit mir zu feilschen, du Hornochse, beharrte der Troll, wobei er aufstand. Hornochse? Du stinkiger Fellball, ich zeig dir, was Schuld heißt. Und damit begannen sie zu ringen, zu beißen, zu boxen und zu treten, indem beide versuchten, sich das Mäntelchen der Schuld selber umzuhängen. Die beiden anderen Böcke kamen zur Brücke und versuchten, den Kampf einzuschätzen. Da sie sich schuldig fühlten, nicht genug Schuld übernommen zu haben, gesellten sie sich zu den beiden in einer wirbelnden Kugel aus Haar, Horn, Hufen und Zähnen. Aber die kleine Brücke war nicht dazu gebaut, solch ein Gewicht zu tragen. Sie bebte und schwankte und zerbrach schließlich, wobei sie den Troll und die drei voneinander abhängigen Ziegenböcke in den Abgrund schleuderte. Beim Sturz waren sie alle ordentlich erleichtert darüber, dass sie endlich das bekamen, was ihnen zustand, und als Bonus noch ein bisschen extra Schuld am Schicksal des anderen.